beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an Ninjas gegen Omnitel. Ha, interessant. Sehr, sehr cooles Matchup. Ninjas hier meiner Meinung nach extrem weit vorne gewesen, bis Atrazza kam. Ja. Und auch diese Version mit dem... Mit der Fable. Fable und dem Archon. Bringt das Ganze noch mal ein bisschen nach vorne, denke ich. Aber ansonsten war Ninjas immer ein Horror-Matchup für Omnitel. Archon? Den Archon, den Schwarzen. Ach ja, die spielen den ja jetzt. Genau, plus ja auch diese blaue Kreatur. Ja, stimmt. Die 2-4 Fliegerkreaturen. Die zweite, quasi der zweite Schaunte. Genau. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das so ist. Weil grundsätzlich hast du halt mit Ninjas so viel Counter, Removal, Bounce, Blue Elemental Blasts, Discard, Thoughts, alles Mögliche. Ja, und Aggro. Ja, Mulligan auf 5 natürlich nicht so geil. Hm. Genau, Aggro und vor allem Cardraw. Du kriegst halt super viel Cardraw mit Ninjas, das Showntel nicht gehandelt kriegt, beziehungsweise Omnitel. Hm. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch Omnitel nennen kann oder ob Omnitel wirklich nur ein Showntel ist. Da sind auf jeden Fall ein Emmy auf der Hand. Ich glaube, das war ein Showntel und ein Brainstorm. Das ist ganz nett. Da haben wir einen Sumpf-Fetch auf die Insel wahrscheinlich. Das sind die Tokyo-Lands. Ah! Sehr, sehr hübsche Länder. Ja. Der Sumpf, der sieht doch so ein bisschen aus, als würde er zu irgendeiner Stadt oder so. Genau, es ist so ein verlassenes Dorfzentrum, beziehungsweise so ein Einkaufszentrum. Ja. Genau, und die Insel ist einfach eine Brücke mit so einem Kutter drunter. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben, sagst du. Naja, Klassiker. Angriff, da sehe ich eine Yorikop da. Nee, das ist nicht so eine Yoriko. Das war doch, das ist kein Ninja, aber nix. Da war ein Sudden Edict oder so, also irgendein Zack-Effekt, Mann. Echt? Oder Geodritz. Okay. Also hab ich jetzt da gesehen, da war ein blauer Spell, also ein Force, eine Blaukarte und irgendwas zum Opfer, meine ich. Ich frag mich gerade, kann Omnitel mittlerweile theoretisch... Ah ne, du brauchst die Fable, sonst kannst du komplett blau spielen. Es gibt Leute, die komplett blau spielen, es gibt auch, du brauchst halt die Sneak Attacks auch noch schön. Es gibt Leute, die blau-schwarz spielen und so weiter und so fort. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie du das machst. Ich glaube, du willst schon die Sneak Attack haben, im Vergleich zum... Meistens stört es dich ja, dass du einfach keinen Enabler hast. Ja, aber ich war gerade am Überlegen wegen dem Dude Erdbeben. Wegen dem neuen Dude, ob das damit vielleicht mono-blau... Ha. Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall machbar. So ist es nicht. Aber am Ende des Tages... Ja, ist wahrscheinlich einfach besser. Ich kann es dann da bitte vereinen. Da gibt jetzt endlich mal einen Jitsu-Mut. Das ist der Nut-Circuit-Hacker. Ach, sieht eine Karte, ne? Yes, und er müsste discarden, wenn er in diese Runde nicht reingekommen wäre. Da ist ein Mismatch Force of Wills. Das ist das. Ja, und go. Ja. Hitch. Da passiert jetzt noch nicht viel, ne? Das ist bei beiden Seiten sehr, sehr langsamer Start. Für Ninjas auch, da ist keine Yuriko. Okay, hier schaut man auf bei den hübscheren japanischen Ländern. Der wird doch, glaube ich, gerade hingedeutet, so, der ist auch aus Kamigawa. Aber die Länder, die Secret Layer Länder ja theoretisch auch. Ja, zumindest kann man so Dinge. Ja. Genau, sonst noch eine Insel. Das ist natürlich mies, wenn man annehmen, hat den noch einen Fettstand für Rot. Ja, ist jetzt die Frage bei ich würde jetzt einfach die Insel und Showntel droppen. Das ist jetzt meine Intention, dann würde ich jetzt nicht das Fettstand droppen. Der hat noch einen Days, ne? Ja, aber warum jetzt das Fettstand droppen für Rot? Weil man hat nichts, wo man instant Rot gehen kann. Ja, dann kommt Brainstormy, nachdem man Fettstand liegt hat, immer die besten Brainstorms. Spellpierce ist da, glaube ich. Ich glaube, Spellpierce. Da ist ein Daze, ein Ninja und ein Hacker. Der Ninja geht oben drauf. Ich glaube, das war ein Land. Nee, das war doch der Ding-Ninja. Ich glaube ja, das war ein Land, wenn der jetzt fetcht. Okay, spannend.
Ich sah nämlich für mich aus wie ein Fletchner. Für mich sah das aus wie der, wer ist der denn? Der da? Dieser Ninja, der auf dem Kopf hat. Infiltrator? Achso, Inglourious? Nee, dort war der nicht. Gut. Aber es ist auf jeden Fall ein zweiter Moonstruck kommen. Ja. Da war noch. Warte mal kurz. Warte! Nun beiden. Dann bam, bam. 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 4-4. Eine Karte zieht man so, den Trigger setzt man zuerst, so dass er zuerst wie soll. Und dann hat man eine Gorgeous Card. Okay, hier wird es andersrum gemacht. Gorgeous Card Draw. Ist halt ein bisschen weniger Option. Wenn ich immer andersrum mache. Ja, damit du zur Not irgendwas Unnötiges wegschmeißen kannst. Ja. Und einfach mehr Informationen hast du dein eigenes Deck. Die Strix. Ich habe wahrscheinlich sogar die Strix über den Dude abgeworfen, bin ich ehrlich. Ja. Die Strix macht herzlich wenig, außer vielleicht einen Atraxa killen. Ja, aber da musst du halt auch erstmal hinkommen. Ist jetzt die Frage, ist halt so langsam jetzt schon, dass Omnitel da jetzt eigentlich mega Oberwasser kriegen müsste. Es geht, also man müsste hier natürlich immer damit rechnen, dass die Hand von Ninjas voll ist mit Counter. Ja, Ninja hat halt das Problem, die spielen ja auch zum Beispiel Removal Main, der jetzt einfach Schrott ist. Gar nicht mehr so. Also, sowas wie, er spielt kein Snuffout, er spielt Murderous Cut. Jo, spiele ich auch. Und Murderous Cut ist halt gegen sowas wie Archon oder Atraxa wieder ein Ding. Ja, aber ich rede jetzt von... ich rede jetzt im Sinne von... Er hatte doch Force Wills auf der Hand. Aha, interessant. Okay. Hat man echt einen Opferspell? Den nenne ich schon die ganze Zeit mal nebenbei. Ganz hinten, der Edikt. Das könnte das ein Edikt sein, ja. Gut, dann lässt man natürlich resolven. Dann brainstormt man jetzt. Da sind Cunning Wish. Ah, das ist eine Wishliste, also das ist noch die Omnitel-Liste. Das ist ein Land, eine Retrofitter und ein Ninja. Ich würde das Land nehmen. Ja. Retrofitter kann oben drauf und. Was auch immer. Er ist ein Dazed, glaube ich. Das kann auch oben drauf. So, dann jetzt. Sheoldred's Edict. Obwohl mal eine Non-Token Creature. Yes. Dann wird das wahrscheinlich das Spell pierced. Dann sieht das wahrscheinlich ein Dazed werden. Vorher kein Mana in den Pool getappt. Nee. Gefährlich gegen Omnitel, die auch Dazed spielen. Soll man immer ungetappte Länder auf die Hand nehmen, tatsächlich. Oder vorher Mana im Pool tappen. Genau, dann gibt man jetzt Hound für 4, zieht 2 Karten, wirft 2 Karten. Ja, okay. Doch, kannst du 5 hauen. Ah, ne, doch, die Eule sagt doch. Wurdest du die Eule eine Karte gezogen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auch nicht. Wäre aber spannend zu sehen. Und genau, die Eule kam letzte Runde mit Schauentel-Spiel. Das heißt, man haut für 5. Ja, wo ich eben bei den Removal waren, sind halt die Push, die sind halt so. Aber wenn man die Dinge halt spielt, eben nicht. Sowohl für die Fable als auch für den 2-4er, der ja 4-mal gespielt wird. Und das ist halt echt ziemlich gut. Schon wieder so rumgesteckt. Ne, das sind beide jetzt. Stimmt, ja. Das ist egal. Aber man hat Force of Will plus Days. Und das ist schon ziemlich gut. Da ist nur eine Sneak Attack. Omnitel hat nichts mehr. Da war wahrscheinlich der einzige Dude, ne? Der einzige Buddy. Sneak Attack, Wish und Omniscience. Hat man die Omniscience? Ich habe die gerade gezogen. Wahrscheinlich. Ja. Das ist halt echt bad. Eine Runde später, man hätte wahrscheinlich easy gewonnen. Ja, wobei durch Ding schon durch, schon schwierig. Aber hier muss man sagen, wenn da jetzt noch Omniscience drin gelegen hätte, wäre das Ende gewesen. Ja, da wäre immer cool gekommen und dann feuerfrei. Ja. Ansonsten jetzt Brotherhood's Ends. Für Removal, für Board Removal reinzunehmen, ist ganz gut. Also Ninja spielt so viele Basics für Blood Moon, oder? Ja, Ninja kriegst du damit nicht. Die haben ja nur 2 Uzis drin und ich glaube. Er hat doch schon eine Menge Fetches, oder nicht? Ja, aber der Fetch, der Turn 1 oder Turn 2 dann einfach auf Basic und dann hat er sein Mana.
Plus du musst dir überlegen, Omnitel kann seltenst, ohne sich selber zu ficken, den Bloodmoon-Turner eins legen. Das stimmt, absolut. Also die haben ja 5, 6 oder 7 Basics haben die ja drin meistens. Also zwischen 5 und 7 meine ich. Hm. Deswegen dort würde ich lassen. Du hättest noch Blasts. Jo, Blue Blasts. Red Blasts. Red Blast. Du kannst halt besseren Counter dadurch reinnehmen und ein bisschen, du musst halt ein bisschen slower dann spielen. Ja, gut, für Ninjas ist wahrscheinlich Discard aus dem Sideboard, Blue Blasts. Wenn man hat den weißen, den schwarzen Force und oder den blauen Force. Sie haben noch. Ja, der schwarze Force ist halt auch dumm dann. Ne? Der ist so gut und spielt halt so gut wie keiner. Ich weiß nicht, warum die Leute den spielen. Bin ich ehrlich, das ist ja schon geil. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn wirklich gut. Ich mag den wirklich. Ja. Gerade wenn du mal gegen sowas spielst, was viele Kreaturen im Feld rammt. Porno. Boah, 3 Force of Wills. Ein Preordain. Das eigentlich schon Keep. Du überlebst Turn 1 und Turn 2. Das ist ein Malga. Ja, aber. Du machst halt auch nicht viel, wa? Das Preordain muss halt gut sein. Ach, ist nicht Horikopen. Ich muss auf jeden Fall mit der Insel starten und dann mit Preordain. So, und der geht jetzt in. Ich habe auf jeden Fall ein Petal auf der Hand gesehen. Ja. Und Ponda ist da auf jeden Fall. Yes. Immer in Betracht ziehen. Ja, locken wir uns 3 Karten an. Boah. Legen dann. Zurück. Ich bin halt ein großer Fan von erster Runde Ponda, bin ich ehrlich. Ich bin ja immer noch ein Verfechter davon, Turn 1 Brainstorm praktisch nie zu casten. Es sei denn, deine Hand ist wirklich so gut, dass du damit umgehen kannst. Auch End of Turn vom Gegner finde ich es auch immer noch mies. Es sei denn, du willst halt eigentlich nichts anderes haben. Und dann ist die Frage, ob man den wirklich spielen sollte. Ich bin, ja wie gesagt, kein Verfechter von Brainstorm, End of Turn vom Gegner oder Turn 1. Ja, Ponda ist da halt schon wesentlich besser. Ne? Du kannst den Scheiß direkt removen. Und Brainstorm wirkt dann halt auch meistens schon immer so ein bisschen wie Not und Elend. Genau, Brainstorm. Da ist das Preordain. Das ist Preordain und das ist Ponda. Das Preordain. Das Ponda? Ach, das ist Ponda. Das aus dem Adventskalender. Ah. Aus dem Kalender. Ja, Kalender in Anführungsstrichen. Ja. Das hast du auch, oder? Nee. Ah, du hast das. Ich hab das Black Lives Matter. Yes. Ja, aber tatsächlich wäre das auch. Also, das ist Nummer 2. Ja, ja. Neben dem, was ich vorher gespielt habe, neben dem Player Reward Promo. Ponda. Noch ein Ponda. 3 Stück. Ist jetzt wirklich die Frage, was man hier so macht. Oder? Weil Shauntel hat immer das Problem, dass es entweder Fast-Combo gehen muss und versuchen muss, ja, oder ja, wirklich Long-Term was macht. Und Long-Term ist meistens Ninjas Overhead. Ja, Make it or Break it ist halt problematisch. Das sind die guten Brainstorms. Ja, die schmecken. Ja. Da kann man halt vor allem Müll wegtun. Ja. Ein Brainstorm wegtun sehe ich selten. Tatsächlich. Ja. Aber kann man machen. Aber da gibt man jetzt Fetch und Basic wahrscheinlich auf den Swamp. Jo. Man hätte auch auf die Insel gehen können. Hat man noch ein Fetch auf der Hand? Ja, Swamp sagt halt, man hat entweder den schwarzen Dude oder Retro auf der Hand. Sonst würde man hier nicht auf Sumpf fetchen. Das stimmt. Und da ist ein Thorsis. Ah, Junji Ito. Yes. Nice one. Spellpierce. Boah. Ist mir das wert? Ich glaube, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, das wäre es mir wert. Boah, die Yuriko da reingelegt. Dann geht der Grisselbrand mit weg, okay. Ja, ja, kann nur Grisselbrand nehmen. Die Yuriko rein ist halt aktuell, die ist halt aktuell nicht so geil. Aber nächste Runde, wenn ihr einfach Hardcast können, ja, ja, du musst die nächste Runde legen, deswegen. Ja. Man kann ganz oft einfach Ninjas einfach legen. Ja, vergessen Leute, die haben oben rechts Mana-Kosten. Yes. Ornithopter. Da wäre die sogar richtig gut gewesen. Jetzt hast du nur noch Force und Land.
danke. Force. Kein aktives Force auf Flamme. Ja, das ist es halt. Du hättest jetzt nämlich die Yuriko legen können auf jeden Fall. Hättest nächste Runde noch eine extra Karte gesehen. Mhm. Und das kann dir jetzt in den Arsch beißen, weil das Force macht jetzt halt eh nichts. Vor allen Dingen mit der Hand vom Gegner. Also der hat ja ein Land und ein Unknown und mit Land und Unknown macht er halt gar nichts. Nicht viel auf jeden Fall. Es kann natürlich sein, dass er irgendwie in Wish-Combo oder sonst was geht. Das wären aber drei Karten, die er braucht. Nicht mehr einfach Wish into Stuff. Achso, das wäre möglich, ja. Ist auch sowas wie Intuition, ist ja auch manchmal in dem Deck drin. Ist das Preordain? Preordain ist eine gute Karte. Vorherbestimmen. Yes. Boah, danke Steffen, dass ich die ganzen deutschen Namen weiß. Ich könnte dich schlagen. Ja, unser Show-Unterhalt-Spieler ist ein Deutsch-Fanatiker. Ja. Was ich persönlich immer sehr, sehr cool finde. Also ein Top-Bottom-Draw-Card. Ja. Und go. Da, was sieht das aus? Da ist noch ein Draw-Tipps. Ja, dann. Du musst dort schon unterhalten. Ja, würde ich auch. Mit der Hand zu dort. What? Dann hat man noch eine blaue Karte auf der Hand. Nee. Nee. Da muss schon untergehen. Ja. Egal was da ist, da muss schon untergehen. Denn der muss jetzt nur ein dickes Tier droppen und dann hast du ein Riesenproblem. Ja. Das war. Das war dumm. Ja, oder risky. Man kann halt sehen, ob da jetzt irgendwie eine blaue Karte kommt und man will auf jeden Fall den Ornithopter behalten und so weiter und so fort. Wenn man selber Ninja spielt, statt dass man halt defensiv spielt, Aggro spielt. Auch wenn ich Ninjas in dem Matchup nicht als das Aggro-Deck sehe, tatsächlich. Nee, du musst Kontrolle spielen. Genau, Kontrolle und Omnitel spielt halt rein. Du musst probieren, für Omnitel make it or break it. Ansonsten, für Ninja ist das so ein undankbares Matchup, weil du halt ewig brauchst. Ja, das stimmt. Also du hast selten Games gegen Dub Deck, außer du hast so was wie Ornithopter. Du hast leider Glück gehabt und das ist halt immer noch kein Ding. Ich hätte schon. Hier ist wirklich die Frage: Spielt man das Land oder faked man damit lieber den? Da faked man. Ja. Wenn du so ballsy gehst und die Choices machst, dann fakest du. Okay, hier ging es um Sleeves. Ich glaube, die sind unterschiedlich farbig. Ja, das sieht man sogar in der Kamera, dass die unterschiedliche Farben haben. Spannend. Ja, Dragon Shields haben aktuell sehr nachgelassen von Qualität, muss man sagen. Die Diskussion hatten wir jetzt sogar mal. Ja. Da kommt nämlich jetzt das. Und jetzt ist halt Kacke. Atraxa. Worst Nightmare. Da ist noch ein Emmy, da ist eine Bezauberung, da ist eine Instant, da ist eine da ist ein Artefakt. Man kann hier einfach alles mitnehmen. Da kannst du jetzt einfach Show and Tell, into das Ding, cool. Land, ich würde hier sogar die Ancient Tomb nehmen. Den, genau. Und nee, das geht nicht. Der Ponder geht nicht, das muss der Wish sein. Der Ponder geht nicht. Weil? Ja, zwei Sorceries jetzt genommen. Genau, zwei Sorceries jetzt genommen. Okay. Ja, aber. Brainstorm, Brainstorm ist instant. Eins, zwei. Den. Und deshalb hätte ich halt die Engine Hook genommen. Ich hätte einfach Engine Hook genommen und hätte das Show and Tell geknallt. All in, was soll er machen? Der hat gerade eben Land gelegt. Stimmt, der hat die gespielt. City. Dann habe ich nichts gesagt. Außer, dass er es vorne nicht hätte nehmen dürfen. Ja. Und wenn er es nicht spielt, hat es sich geändert. Aber okay, er hat hinter der Wish-Kombo gewinnen und tralala, aber der droppt jetzt gleich einfach Nitel und schießt den Memoir cool in die Rippen. Ich denke tatsächlich, dass hier mit dem Ponder gestartet wird, um noch irgendeine Art von Counterspell oder Removal oder sowas zu finden. Das ist ein Brainstorm. Zweimal den. Dann. Ja. Fetch. 17. Atraxa ist so mächtig, sie hat ja noch Lifelink, oder? Und Wachsamkeit? Jo, und Death Touch. Und fliegend. Wow. That's a magic card in 2023. Ja, und in allen Decks, die Fettis spielen, ist die jetzt drin. Ja. Super. Ganz gute Karte, wirklich. Ja. Dachte ich. So, Steffen, hättest du nicht casten dürfen. Oder hättest du keinen Show-Unterhalt gehabt? Darfst du jetzt auch so.
Genau, aber hier ist nur Müll, das wird geschaffelt. Ja. Mein illegaler Move. Nee, es wird nicht geschaffelt. Dann hätte man auch brainstormen können. Mhm. Dann haben wir einen Chanter gespielt. Ja, hast noch zwei Floaten, der okay. macht nix. Dann legst du die Omni-Zahlen rein, dann schiebt es so. Dann macht es nicht so besonders, dass Cheater auch Brainstorm spielen kann. Und trotzdem. Schade. Aber hier wirklich der Fall, man hätte einfach das Show-and-Tell pitchen können für den Morbidon einfach. Ja. Er hätte zwei, drei Karten mehr gezogen, hätte vielleicht noch eine Interaktion gezogen und wäre weiter durchs Deck gekommen. Also der hat mit dem Ornithopter da mindestens einmal angegriffen. Heißt, er hätte ein oder zwei Angriffe gehabt und extra Cards. Also, Plus halt die Choice, Brotherhoods End zu nehmen gegen Satz zu Omni, zu Show. Ja, das ist risky. Das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich risky. Kein Fan. Weil das sagt dir, der Gegner muss theoretisch nur bei den Handkarten, die er auch hatte. Ja, musst du nur die Atraxa ziehen. Atraxa oder irgendeinen anderen Fetti. Ja. Das stimmt. Wir haben jetzt 1-1. Das jetzt spannend. Wurde nichts im Sideboard geändert, ne? Ich glaube auch nicht, bei keinem. Das heißt, Ninja hat weder Days rein oder noch rausgebordet. Interesting. Spannend, weil normalerweise nimmt man sie ja auf jeden Fall on the play raus. Weil man so ein Combo-Matchup halt tatsächlich auch manchmal on the draw wirklich on the play rein. So, so slim an Mana. Ist der schwarze Force. Oh, der legt zwei Karten drunter. Malina 5 ist natürlich immer heftig, gerade für so ein Deck. Ja. Aber man hat auch Gemäß gesehen, wo man auch 5 runtergegangen ist. Es geht schon, man kann schon den Gegner wegkontrollieren. Kommt Brainstorm. Ui, 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 ui. Forzis und Mana. Ja, nie ein Fan. Das ist der schwarze Force. Das ist auch ganz nett. Wie gesagt, ist in bestimmten Situationen richtig strong. Ich habe es jetzt gegen 11 nochmal gehabt. Ich bring mal Kreaturen ins Spiel. Alles klar. Kraterwolf Trigger. Alles klar. Uff. Sounds great. Stimmt, spielt er aber kein Buseiju im Sideboard, oder? Ich glaube nicht. Weil Grid ist halt auch. Fetch of Swamp. Spielt den Swamp, spielt Thoughtseize. Ja, schon heftig. Auf Duel. Spannend. Spannende Situation. Weil man muss immer noch damit rechnen, dass sie da vielleicht sogar Blood Moon reinnehmen. Wie gesagt, also jetzt immer noch ein Blood Moon, wäre immer noch devastating, weil man keine Ahnung hat, wann man auf Schwarz kommt. Und naja, das Deck ist halt blau und schwarz. Für da keinen Weg dran vorbei. Das ist jetzt echt interessant. Spannend. Da kommt jetzt das Thoughtseize. Und so. Uff, Meltdown, ja. Das ist halt spannend, dass man Meltdown reinnehmen muss. So. Ja, musst du halt. Aber du musst halt jetzt da hier die Sneak Attack nehmen. Weil er hat Fetti und. Ja, Fetti und Enabler. Er hat halt den Brainstorm. Er macht das halt gerade richtig kacke. Ja, aber kein Festland. Das ist ein rotes Basic Land. Ja, stimmt. Doch, klar. Das ist so ein Fetch. Ja, ja, aber ich meine. Ach so, ja, also das blau plus Fetch. Ja, okay, nimmt man halt einfach das Petal, ne? Ja, dann würde ich wahrscheinlich aber ein Sneak Attack spielen. Ja, nachdem. Das ist gerade super safe. Ja, da ist auch keine Sneak Attack mehr. Stimmt, ne, kein Sneak Attack mehr. Warte, du machst den Meltdown. Hier gibt man jetzt Brainstorm nach dem Fetch. Das ist aber irgendwie. Da hätte ich sogar das Petal geopfert. Wahrscheinlich ja. Oh, einfach nur den Brainstorm zu maxen und dann. Das wegzupacken. Ich meine, Meltdown kann halt immer noch gut sein. Da muss ja nur eine Retro für der Thundery von der Top machen. Die Karte ist gut. Aber, sehe ich halt aktuell noch nicht. Da war, glaube ich, schon Turl bei. Was ist das denn? Engineer Explosives. Ah. Sehr, sehr gut. Auch gegen Ninjas mit den ganzen Tokens, den kleinen Ein-Mana-Kreaturen. Ist schon nicht verkehrt, aber. Oh, schwierig. Jetzt cracked mal und dann. Meltdown für null. No risk, no fun. Ich meine, muss aber nur ausgehen, dass Seton auch Ninjas auf der Hand hat. Ja, klar, da kann er ganz schnell backfeuern. Ne? Ja. Ui. Absolut. Da kommt Tron.
Fetch. Aha, Force of Negation. Würde 6 Mana kosten. Ach, stimmt. Nicht 5? 3 mehr. 3 mehr? Oh, ja. 3 mehr, das ist ein ziemlich gutes Ding. Deswegen. Dann wüsste ich nicht, was da kommen soll, außer Hardcast Force. Also Force mit Pitch und dann so. Ach, für ein Ponder. Passiert? Oder wollen wir einfach fetchen, was fetchen will? Oder wollen wir einfach fetchen, was fetchen will? Das verstehe ich nicht. Oh, nee. Wirklich nicht. Puh. Das ist halt die Frage, Omnitel hat jetzt anscheinend wirklich nichts. Wenn schon geschaffelt wird. Nee. Ich weiß auch nicht, was er ziehen soll. Das Negatech wäre halt gut. Aber die kann er auch nicht wieder casten. Ne, jetzt diese Runde nicht mehr, ne. Das ist Negatech. Da ist ein Force. Da würde ich gar nichts casten. Da würde ich mir Force offen lassen. Ja, dann muss man halt blaues Force und schwarzes Force. Oh, ja, Force beißt sich, ne? Ja. Was kommt denn da? Sneak Attack. Warte mal, ist das ein Grizzle? Ja. Eine Runde zu spät, das Days. Fuck it. Tan, tan, tan. Super, logisch, ist so ein Show unter der Hand. Ja, wann geht dieser Sneak Attack? Hol den Hut. Daddy. Daddy zieht halt unendlich viele Karten, damit man den gutshottet und verliert das Spiel. Oder? So funktioniert das doch. Ja, ja, genau. Man zieht zweimal 7 Karten und dann spielt der Gegner Gutshot für 3 Mana und 2 Leben und dann ist man zu Punkt. Das ist die Atraxa. Da ist Petal. Ja, Petal besiegelt. Das können sie jetzt Atraxa reingeknallt und dann hast du wahrscheinlich sogar noch ein Emmy auf dem. Ja, ein Emmy auf der Hand. Bam, 22 Damage, 2-1 für Omnitel. Krass, krass, cool. Wirklich cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, noch oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sind beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.